Wie kriegen wir den Boden hier eigentlich? Ach so. So, ich würde mal sagen, der Boden hier von dem Turm ist jetzt auch weg. Wieso ist hier eigentlich noch ein. So. Ganz kurz da hängen lassen. Bisschen kurz provisorisch. Das sieht aus, so fliegende Sachen. Wie viel Heu? Warum sitzt du hier rum, Kerl? Noch einmal. So. Was brauchst du da? Ein Gartenhaus. Danke, dass du falsch brauchst. Ich schau dir jetzt einfach mal zu. Ich bin mal gespannt, was du da so machst. LOL! Wir haben keine Spitzen. Nein, natürlich haben wir keine. Dann weißt du ja, was deine Aufgabe ist. Nach draußen laufen und Spitzen bauen, oder was? Wenn da keine Sinn, ja. Einer tot, zwei tot, drei tot. Wie das aber auch gleich bestraft wird, ne? Aus der einen Seite. Oh. Big Bob. Big Bob, biges fettes Ding, Bob. Ja, ich höre ihn. Bobby, ich hole Munition schnell. Die kriegst du nur mit der Flinte gut tot. Geh kurz raus, ne? Ich kümmere mich mal kurz drum. Bobby, wo bist du? Gehört, du magst Schrotflinten. Kannst du aufhören, unsere Wand zu zerstören? Das mag ich nicht. Oh! Aua, der kann springen. Wunder, dass er überhaupt noch springen kann. Okay, ist tot. Und die Hälfte ist wieder kaputt. Dass direkt bestraft wird, ey. Ja. Schon der Wahnsinn. Alter, ich mache immer denselben Fehler. Ich mache uns die Mauer dadurch selber kaputt gerade, ey. Spiel, lass mich das Ding doch da jetzt hinsetzen. Oder auch nicht. Dann nehmen wir den noch mit. Kann man dann jetzt? So. Hier fehlt noch. Hier machen wir dazu. Baue ich ja auch nochmal neu die drei. Alter, das nervt manchmal. So. Muss gerade mal kurz ein Malheur hier wieder fixen, ey. Alter, ich krieg diese Lücke da nicht. Okay, weißt du was? Aber das ist halt so, dann haben wir hier so eine kleine Lücke zwischen, ist halt dann so. Wenn du das nicht anders willst, kann ich da jetzt auch nichts für.
Alter, wir haben immer noch nicht alles angespitzt. Guck mal, wer da schon wieder rübergehüpft ist. Warte. Jetzt hat er einen ausgehalten. Ich bin ja gerade dabei, die Spitzen erst zu machen, weißt du? Ich habe auch schon Zoll übernommen. Guck mal, der hat keine Spitzen. Erstmal drüber hüpfen. Für einige Spitzen würde ich nach draußen müssen, weil du da schon... Was? Oder? Ach nee, da warst du für draußen, sehe ich schon. Okay. Oh. Ja, okay. Aber jetzt kannst du nicht mehr denken. Hey, guck mal, keine Spitzen, erstmal drüber hüpfen. Wie viel Uhr habt ihr denn immer so eure? Gute Frage, das ist immer unterschiedlich. Also, kann man da noch nichts Genaueres sagen, sagst du? Naja. Ich schau mir einfach mal an, was du da baust. Genau das da bestimmt. Genau so sah's aus. Wie groß willst du denn das Ding bauen? Genau so, ne? Oder so. Du bist schuld. Warte, damit kann ich kein Damage machen. Oha! Ich frage mich aber eigentlich, was muss man, wie heilt der eigentlich wieder hoch? Keine Ahnung, interessiert mich ehrlich nicht, ich bin kein Kevin. Leute, wir schauen ihm jetzt nur zu, ich bin mal gespannt. Genau. Was hast du da gerade getan? Nichts. Er freut sich jedes Mal. Ja, genau hier wollte ich springen. Ja, komm hoch. Dass ich aber auch keinen Schaden gefressen. Okay, ich mach dir Schaden, warte. Nope. Ich will gar nicht wissen, wie viel Schaden das eigentlich macht, wenn ich auf dich schieße, ja. Muss ja nicht, glaube ich, gut Schaden machen. Mein Spiel hängt. Jetzt nicht mehr. Cool, ich bin am Runterspringen und dabei war es komplett am Laggen. Die haben die Performance aber auch so richtig überarbeitet, was? Also, das war einiges an Stadtbilder gerade. Ja, man merkt, dass wir hier so einen kleinen Berg haben. Schlecht. Jetzt kommen sie doch safe, oder? Warum hast du da wieder eine Lücke reingehauen? Warum machst du sowas? Ja, genau! Guck mal, wo du das dran gesetzt hast!
Das wird schon halten. Du weißt, dass die aber da dann drüber springen kann, so, ne, glaube ich, oder? Nee, kannst du nicht, weil sie blöd sind. Oh, Ey! Oh! Du bist. Ey! Was bewirfst du mich damit? Hör auf! Oder willst du, dass das mit an der Mauer irgendwie mit dranhängt? Kevin, du bist im Weg. Willst du das ein bisschen mit an die Mauer dranhängen, sagst du, oder was? Ja. Na, okay. Ich hätte es ja anders vorgestellt, irgendwie funktioniert das nicht so, wie ich es mir wünsche. Aber egal, Hauptsache. Hauptsache, das funktioniert. Mal gucken, ob wir irgendwie im Umkreis irgendwo Besuch haben, während du da baust. Hoffentlich nicht. Ja, doch, da läuft ein rotes Etwas draußen rum. War nicht schon wieder so ein Specki, oder? So ein Specki? Wo ist er denn jetzt? Da kommt ein... Oh. Dann läuft da noch was anderes rum. Die hocken sich da vorne irgendwie hier hin. Okay. Alter, wer oder was ist das für ein Geräusch? Wir bräuchten Hilfe. Wir machen uns gerade wieder die ganze Wand kaputt. Ernsthaft? Ja, natürlich, es sind 8 Leute gefühlt. Achtung, komm zu dir. Ich habe keine Muni mehr für die Waffe. Also ich bin gleich tot. Ich habe keine Muni mehr für die Waffe, das ist das Problem, weißt du? Geht so. Arschloch. Achso, du bist ja auch raus. Ich dachte, du opferst dich. Ich guck gerade mal, wo der ist. Oh, da rennt er. Keine Ahnung. Er ist rüber Richtung gegenüber des Wassers gelatscht und seitdem sehe ich ihn nicht mehr. Egal, solange er weg ist, ist mir auch wurscht. Aber mich würde schon interessieren, wo der jetzt langläuft, so, weißt? Aber ich sehe ihn aktuell nirgendwo. Vielleicht ist er erstmal weg. Ich sage aber, die Spawning Rate von denen ist einfach. Ja, die Spawning Rate von denen ist einfach viel zu hoch. Ach, weil wenn du noch einen Kevin am Hals hast. Keine Ahnung, ob die Spawning Rate durch den Multiplayer höher ist. Kann oder sein, so. Weil wir 2 Leute sind. Hä? Weil wir 2 Leute sind, dass wir laut Spiel das besser schaffen können. Ja, das merken wir auch richtig, wie wir das schaffen. Wir sind sehr gut da drin, das nicht zu schaffen. Oder Karl, was sagst du dazu? Du siehst ein bisschen blutverschmiert aus, mein Lieber.
Hi, ne? Hi. Wird schon wieder Nacht, ey. Es ist dunkel, ist das. Wir sollten mal irgendwie eine machen, dass wir hier auch auf dem Hof mal ein bisschen Beleuchtung haben, ne? Mal, konnte man nicht irgendwie sowas Fackeltechnisches irgendwie aufstellen oder so? Mit anderen Modus vielleicht hilft der. Problem gelöst. Wir haben jetzt eine Wandfackel an der Tür. Okay. Mal schauen, wie lange die wird nicht lange brennen. Aber du siehst ja, wie dunkel es schon wieder wird. Komm. Wollen wir mal im Nacht mal Tag wieder machen oder egal? Gleich. Ah, jetzt haben wir hier auch ein Licht. Kann ich die Helligkeit sonst höher setzen? Ich könnte die Helligkeit noch anpassen, sonst. Ich weiß halt nicht, ob das nicht zu krass irgendwie, weißt du? Die restliche Sache verschlimmbessert oder so. Also ich kann hier mal aus Jux mal die hochsetzen. Machen wir die mal. Tippe die mal ganz hoch, mal aus Spaß. Ja. Super, jetzt ist sie ganz hoch und die Nacht ist immer noch schwarz. Willkommen zu Sons of the Forest. Wir haben oben jetzt übrigens mehr Beleuchtung. Hat die Helligkeit anpassen. Vielleicht muss ich die Gamma noch hochsetzen? Nö, auch das hilft nicht. Ein bisschen hilft es. Aber wenn ich die Gamma hochsetze, dann sehe ich in der Nacht auch was. Solange mich natürlich jetzt kein helles Licht noch mit anleuchtet. Aber jetzt sehe ich auch was im Dunkeln. Aber ich will gleich nicht wissen, wie das bei Tag aussieht. Ne? Oh doch, das willst du. Ja, du willst ja noch nicht, das ist noch nichts. Ich denke mal, es wird aber jetzt darauf. Ja, wenn ich jetzt natürlich gegen bei hellem Licht rumleuchte, dann wird's dunkel. Gehe ich dann natürlich ins Dunkle, passt er sich darauf an. Warte mal, wenn ich aber das hier wieder runtersetze, dann nochmal wieder auf 50. Passt das dann trotzdem? Dann ist es wieder zu dunkel. Ja gut, ich bin gleich mal gespannt, wie das bei Tag aussieht, ob es bei Tag mir gleich die Augen zerbrennt. Weil ich gerade alles hochgeschraubt habe, weißt du? Mal eine Sache bauen. Ja, ich möchte, ob es funktioniert. Ich was sehen würde. Ich sehe was. So, und jetzt? So, wir haben ja Nacht. Ich glaube, ich lumpf. So, dann wollen wir mal schauen, wie das jetzt gleich bei Tag aussieht, meine Einstellungen. Ich das jetzt wieder normal mal stellen, mal gucken. Aber ich kann das jetzt so, zack. Die Leute können das ja mal in den Kommentaren schreiben, wie sie es denn wollen würden. Stimmt's? Hm. Ich meine, dann könnte man aber wenigstens halt mit diesen Einstellungen könnte man halt auch tagsüber was sehen, weißt du? Nachtsüber sehen, meine ich.
Soll ich mal mich drum kümmern, dass wir unser Essen hier durch haben? Weil du wirst, denke ich mal, auch safe irgendwas essen müssen. Ja. Wenn nicht.